gesagt, er hat versucht, irgendeine rettende Stelle zu finden. Und das bedeutet, dass er um ihr Leben gerannt ist. Der Leichnam war hochgradig verändert. 1990 war die Untersuchung von biologischen Spuren, was man heute als herkömmlich als DNA bezeichnet, absolut in den Kinderschuhen. Kann jetzt noch ein Mord aufgeklärt werden, der vor genau 30 Jahren geschah, im Sommer 1990? In unserem Fall heute Abend versuchen das die Ermittler. Damit guten Abend, willkommen bei Die Spur der Täter. 30 Jahre, das ist lange her. Es war, na klar, das Jahr nach dem Mauerfall. Vieles war damals im Umbruch im Osten Deutschlands und vieles lief durcheinander, auch bei der Polizei. Es wurden Fehler gemacht, wie wir in der nächsten halben Stunde sehen werden. Aber heißt das, es gibt keine Hoffnung mehr? Wer ist der Mörder von Beate Landgraf? Anfang Juni 1990. Die 17-jährige Beate Landgraf ist gern mit dem Fahrrad in der Umgebung ihrer Heimatstadt Wittenberg unterwegs. Sie liebt die Natur, die Elbauen und sie hat auch schon einen Berufswunsch. Sie will Tierärztin werden. Und auch Sport ist eines ihrer Hobbys. Bei den Sportwettkämpfen an der Schule in Wittenberg wie auch in Wiesenburg war sie eine der besten Läuferinnen ihrer Klasse. Im Langstreckenlauf und im Laufen, das war ihr Metier. Bis zum 18. Juni 1990 sind die Landgrafs eine glückliche Familie. Vater Werner arbeitet als Ingenieur für Chemieanlagen, Mutter Ingeborg in einem naturwissenschaftlichen Verlag. Sie leben in einer Plattenbauwohnung. Tochter Beate ist nicht nur eine gute Schülerin, sie ist eine der besten in ganz Wittenberg. Darum wurde sie zur erweiterten Oberschule auf Schloss Wiesenburg delegiert. Ein Foto aus der 8. Klasse. Seitdem lebt Beate in den Schulwochen im Internat auf Schloss Wiesenburg, etwa 40 Kilometer von Wittenberg entfernt. Ihre ehemalige Lehrerin Barbara Hinnerichs kann sich auch viele Jahre später gut an das Mädchen erinnern. Beate hatte immer gute Zensuren. Ich habe bei ihr Biologie, Chemie gehabt. Und natürlich das, was ein Klassenleiter tut, die Nachmittagsbeschäftigung. Oder ich habe sehr viel mit der Klasse unternommen. Und Beate war fleißig. Also sie war ein ganz feines Mädchen. Und auch sehr rücksichtsvoll und korrekt. Im Internat lebten Jungen und Mädchen streng getrennt. Trotzdem kam es zu ersten jugendlichen Schwärmereien. Unter den Mädchen waren besonders Brieffreundschaften sehr verbreitet. Meist wurden Kontaktanzeigen in der Tageszeitung Junge Welt und im Magazin Jugend und Technik beantwortet. Sie haben alle diese Annoncen geschrieben oder gelesen und dann geantwortet und hatten Erfolg oder nicht Erfolg und Tets oder wie man es nennt. Und haben über diesen Weg nach außen korrespondiert. Beate lernt einen jungen Mann aus Berlin kennen. Seine Anzeige lautete: Suche jemanden für gemeinsame Fahrradtour an der Ostsee. Am 17. Juni 1990 kommt es zu einem Treffen mit dem jungen Mann. Er ist zu Beate nach Wittenberg gereist, vermutlich mit der Bahn. Und mit großen Erwartungen. Sie hat vorher da wenig drüber gesprochen. Sie hat informiert, heute Nachmittag kriege ich Besuch. In der Stadt, hier zu Hause, kam nicht in Frage. Und das wussten wir. Der junge Mann ist fast 2 Jahre älter als Beate und verliebt sich. Doch sie hat seine Gefühle offenbar nicht erwidert. Der ist zu weich für mich, hat sie gesagt. Der ist zu weich für mich.
Verschmähte Liebe nennen Kriminalisten diese Konstellation. Aber ist sie in diesem Fall auch das Motiv für einen Mord? Einen Tag nach dem Treffen verschwindet Beate Landgraf spurlos. Ein Zufall? 2018 rückt die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau überraschend den ehemaligen Brieffreund in den Fokus ihrer Ermittlungen. Gegenwärtig laufen aktuell Ermittlungen gegen einen weiteren Tatverdächtigen. Der damals junge Mann ist inzwischen fast 50 Jahre alt. Passt er als Täter in die Abläufe des Tages, an dem Beate Landgraf mutmaßlich getötet wurde? Juni 1990. Beate Landgraf schläft bei ihren Eltern in Wittenberg. Gegen 6 Uhr geht ihre Mutter zur Arbeit. Es ist das letzte Mal, dass sie ihre Tochter lebend sieht. Alle Schülerinnen waren verpflichtet, sich eine Tätigkeit im Wohnort zu suchen. Und sie hat eine Tätigkeit gefunden bei der Post, Post austragen. In einem bestimmten Stadtviertel von Wittenberg und hat festgestellt, es gibt da allerhand zu schleppen und es wäre gut, wenn sie das Fahrrad hätte. Und das stand in Wiesenburg. Gegen 11 Uhr an diesem Montag. Beate Landgraf packt einen Rucksack für ihren Ausflug nach Wiesenburg. Sie nimmt unter anderem den Roman S von Stephen King und einen Schlüsselbund mit. Die Gegenstände spielten in den Ermittlungen von Beginn an eine Rolle. Sie sind bis heute verschwunden. Die 17-Jährige hinterlässt ihrer Mutter einen Zettel, auf dem sie mitteilt, dass sie erst spät nach Hause kommen wird. Ich fahre nach Wiesenburg, um mein Fahrrad zu holen und bin gegen Abend zurück. Liebe Grüße, Beate. Wie so oft seit der 8. Klasse will sie mit der Regionalbahn von Wittenberg nach Wiesenburg fahren. Die Strecke führt über Coswig. Doch bei der Einfahrt in den Bahnhof von Coswig eine Durchsage. In einem Interview beschreibt Werner Landgraf die Situation. Der Zug endet hier. Es gibt Schienenersatzverkehr nach Roßlau. Alle mussten aus dem Zug aussteigen. Da war der Platz hier voller Leute. Und Beate stand dort mittendrin, 17-jährig. Niemand konnte sie beraten. Sie musste es selber entscheiden. Wie sich Beate Landgraf entschieden hat, ließ sich bis heute nicht klären. Gegen 13 Uhr an diesem Tag verliert sich ihre Spur am Bahnhof Coswig. Die Suche beginnt einige Stunden später. Ich war dienstlich unterwegs unten in Thüringen. Deswegen war meine Frau alleine zu Hause und hat sich Sorgen gemacht. Ab 18 Uhr, ab 19 Uhr, ab 20 Uhr ist das erste Mal zur Polizei gegangen. Dort wurde sie abgewimmelt. 17 Jahre, morgen ist sie wieder da, schönes Wetter, hat sich verspätet und. Das hat am 18. schon stattgefunden, am frühen Abend. Und erst am 19. ist dann die Anzeige aufgenommen worden. Beate Landgraf wird zunächst vermisst. Ein Zeitungsaufruf soll helfen, die 17-Jährige zu finden. Er bleibt ohne Ergebnis. Da waren wir natürlich mit den schwersten Theorien beschäftigt, was aus Beate geworden ist. Ob sie Menschenhändler getroffen hat, ob sie irgendwo hingeschleppt wurde, ob sie in ein Bordell gelandet ist oder. Wir hatten nicht die Bohne daran gedacht, dass hier so eng in diesem kleinen Bereich Beate hier liegen könnte. September 1990. Im Waldgebiet Klosterforst-Klieken nahe Coswig werden die sterblichen Überreste von Beate Landgraf gefunden. 3 Monate nach ihrem Verschwinden übernimmt das damalige Bezirkskriminalamt Halle an der Saale die Ermittlungen. Ab jetzt geht es im Fall Beate Landgraf um ein Tötungsverbrechen. Lutz Horm war damals im Klosterforst Klieken als Pilzsammler unterwegs gewesen und erinnert sich. Dann bin ich mal mit dem Moped eine Runde gedreht im Wald. Ja,
Das Moped abgestellt, über die Stellung gegangen von den Russen. Ja, dann habe ich da halt drin geguckt, dann das Ding, da habe ich die Jeanshose gesehen. Ja, dann habe ich nochmal hingeguckt, dann habe ich die Knochen rausgucken sehen. Ja, dann habe ich nochmal hingeguckt, dann habe ich das Oberteil dann gesehen gehabt. Ja. Der im dichten Wald aufgefundene Leichnam besteht aus zwei Teilen. Vermutliche Ursache Tierfraß. 2018 fährt Beates Mutter Ingeborg mit einem Kamerateam noch einmal zum Fundort. Sie will auf den immer noch ungeklärten Mord an ihrer Tochter aufmerksam machen. Und das war damals alles schon militärisches Sperrgebiet? Das war zur Hitlerzeit, war das Manövergebiet und bei den Russen auch. Ingeborg Landgraf und ihr Mann wollten erreichen, dass die Ermittlungen noch einmal intensiviert werden. Obwohl es ihr schwerfällt, versucht Ingeborg Landgraf, so sachlich wie möglich zu sein, als sie dem Fernsehteam den Leichenfundort zeigt. Der Oberkörper war dort an der Schräge und ab Gürtellinie lag sie unten quer. 4 Meter weiter ungefähr haben wir damals gesagt. Am Fundort hatte Familie Landgraf einige Jahre eine Gedenkstätte eingerichtet und gepflegt. Doch immer wieder wurde sie zerstört und von Wildschweinen zerwühlt. Inzwischen ist die Stelle zugewachsen und kaum noch zu erkennen. Halle an der Saale. Hier fand im damaligen Institut für gerichtliche Medizin der Universität Halle die Obduktion der Leichenteile statt. Professor Rüdiger Lessig erinnert sich an die Probleme dabei. Bei so einer Liegezeit während der warmen Jahreszeit ist es immer so, dass man damit rechnen muss, dass der Leichnam hochgradig verändert ist, also durch Autolyse, Prozesse und natürlich auch durch Insektenfraß, Matenfraß aufgelöst wird und dass unter Umständen auch nur noch Knochen vorhanden sind. Die DNA-Analyse war 1990 noch nicht weit entwickelt. Außerdem war der Verwesungsprozess weit fortgeschritten. Für die DNA ist das sozusagen der Worst Case, weil nach dem Tod automatisch der Leichnam auch mit Bakterien besiedelt wird, die sonst vorher nicht auf der Haut sind. Und die Bakterien sondern Enzyme ab. Das bedeutet, dass die DNA abgebaut wird durch die Bakterien. In dem Fall war es so. Der Leichnam war also hochgradig verändert. Und deswegen waren also die Erfolgsaussichten, insbesondere auch mit den Möglichkeiten, die man damals hatte auf der DNA-Technologiebasis, sehr, sehr eingeschränkt. Im Sommer 2018 unternimmt die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau einen neuen Anlauf, den Fall zu lösen. Sämtliche Akten werden noch einmal überprüft, Spuren noch einmal ausgewertet. Insgesamt gab es nur wenig Spuren. Nach dem Auffinden des Leichnams musste man davon ausgehen, dass es sich um ein Tötungsverbrechen handelt. Dann automatisch bei einer jungen Frau denkt man natürlich auch darüber nach, Sexualdelikt, sodass man also auch geschaut hat, wer käme in Anführungszeichen als Sexualstraftäter in Betracht. Diese Personen sind abgeklärt worden, mehr hatte man nicht. Im Umbruchjahr 1990 sind vermutlich auch wichtige Beweisstücke nicht weitergegeben worden. Hans-Joachim Kliebisch schildert seine Erfahrungen mit der damaligen Volkspolizei. Ich habe das aus der Zeitung mitbekommen, dass sie da ein Mädchen gefunden haben. Und auch dieser, also es war wahrscheinlich ihr Vater oder die Eltern, die gesagt haben, da fehlt noch ein Beutel. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Ich denke, das kann doch nicht sein. Ich wusste nicht den Zusammenhang. Ich sage, den habe ich doch abgegeben. Der Beutel bzw. der Rucksack mit Kleidungsstücken und persönlichen Gegenständen, den Beate Landgraf am 18. Juni gepackt hatte, war nicht bei der Leiche gefunden worden. Hans-Joachim Kliebisch hatte den Rucksack am Tag des Verschwindens von Beate Landgraf an einer Bushaltestelle entdeckt. Jetzt sind wir mit dem Trabant hier runtergefahren. Die Bushaltestelle war ja noch vorhanden. Dann habe ich den Beutel in der Wartehalle gesehen. Habe ich Stopp gemacht, reingeguckt, dann habe ich gesehen, man konnte sehen, dass es ein Mädchen, also jetzt mit Kamm und Mädchensachen eben.
Das Polizeigebäude sieht noch genauso aus wie zu der Zeit, als Hans-Joachim Klebisch hier das wichtige Beweisstück abgegeben hat. Und ich habe noch darauf hingewiesen, notieren Sie, als wenn man so eine Ahnung hatte, aber notieren Sie den Zeitpunkt und auch meinen Namen, wer sie hergebracht hat. Das hat er alles gemacht hier drinnen. Alles protokolliert. Und dann hat er sich rumgedreht, Dankeschön, in irgendeinen Spind, der hinter ihm stand, reingelegt und das war's. Fast 3 Monate lang liegt der Rucksack in Coswig bei der Polizei, ohne dass jemand eine Verbindung zum vermissten Fall Beate Landgraf herstellt. Natürlich ist es im Nachhinein ärgerlich, dass der Rucksack nicht zugeordnet wurde. Aber letztendlich müssen wir das aus unserer Sicht sagen, es ist nicht zu ändern. Doch der Rucksack bringt die Ermittlungen auch nicht voran. Eine kriminaltechnische Untersuchung ergibt keine verwertbaren Spuren zum Täter. Der Fall Beate Landgraf bleibt auch 2 Jahre nach dem Mord ungeklärt, trotz wachsender Aktenstapel. Insgesamt waren es wohl knapp 10 Bände, wenn man es in Blattzahlen ausdrücken will, ca. 2000 Blätter, die da in Anführungszeichen produziert worden sind. Anfang 1992 erhält Familie Landgraf einen Brief. Umfangreiche Ermittlungen haben nicht zur Aufklärung des Verbrechens an ihrer Tochter Beate geführt. Es gibt gegenwärtig keine weiteren Anhaltspunkte für die Aufklärung der Straftat. Die Ermittlungsmöglichkeiten sind erschöpft. Das Verfahren wird eingestellt. Und das hat mich natürlich aufgewühlt. Wie kann ein Staatsanwalt so etwas schreiben zu einer Sache, die hier passiert ist und wo es so viel offene Fragezeichen gibt? Das hat mich das erste Mal sehr geschärft. Dann selber hinzugucken, nachzusehen. Werner Landgraf sucht weiter nach dem Mörder seiner Tochter. Die Frage, wer sein Kind getötet hat, lässt ihm keine Ruhe. Dass die Ermittlungen eingestellt worden waren, konnte er nicht akzeptieren. Dass das hier passiert ist, aus meiner heutigen Sicht sehr früh, weil es handelt sich schließlich um ein Kapitalverbrechen, das eigentlich nicht verjährt. Aber das hat der Kollege damals vorgenommen. Die Gründe erschließen sich nicht unbedingt. 2004 sind die Ermittlungen dann wieder aufgenommen worden. Auch nach meiner Erinnerung aufgrund des Drängens des Vaters von Beate Landgraf. Doch der mutmaßliche Mord wird auch in den folgenden Jahren nicht geklärt. 2018 beginnt Oberstaatsanwalt Hermann Josef Gerhards, die 25 Aktenbände noch einmal gründlich durchzuarbeiten. Ich kannte das Verfahren eigentlich gar nicht, weil ich nie damit befasst war. Und da ich in den letzten 10 Jahren intensiv hier in dieser Behörde Kapitalsachen bearbeite, habe ich gesagt, ich würde mir den Fall mal gerne angucken und habe dann den kompletten Berg an Akten mir angeschaut, in Ruhe durchgearbeitet und quasi als Außenstehende meine Sichtweise dann zu dem Aktenstand festgehalten. Wir wissen, dass also die meisten Kapitalverbrechen eigentlich Beziehungstaten sind. Auch Oberstaatsanwalt Gerhards hatte zunächst den Brieffreund aus Berlin als Tatverdächtigen im Fokus. Wenn man jetzt unterstellt, dass die beiden sich an dem Tag des Zusammentreffens noch mal möglicherweise für den nächsten Tag eben verabredet hatten und Beate Landgraf hat dann so nicht reagiert, wie er es wollte, könnte man natürlich auch nicht ausschließen, dass es bei ihm zu einer Überreaktion gekommen sein könnte. 20 Jahre nach dem Treffen. Der ehemalige Brieffreund kommentiert im Internet einen Artikel zum Fall. Er schreibt: Noch heute denke ich sehr oft an sie und kann nicht begreifen, was und vor allem warum es passiert ist. Ich sehe immer noch ihr Lachen, höre ihr Necken. Die Ermittler werden auf den Text aufmerksam.
Der junge Mann wird vernommen. Er ist jetzt tatverdächtig, Beate Landgraf getötet zu haben. Mögliches Motiv: verschmähte Liebe. Er hatte sich unmittelbar nach dem Verschwinden schon sehr intensiv damit befasst, wo sie sein könnte, hatte Kontakt zu den Eltern gesucht. Und es war eben ungewöhnlich, dass jemand, der nur ganz kurz mit dem Opfer Kontakt hatte, dass jemand auch Jahre später noch sie quasi verehrt. Beim Lesen in den Akten stößt Hermann Josef Gerhards auf einen anderen Tatverdächtigen, Günther G. Anfang der 1990er Jahre wurde gegen G. ermittelt. Doch G. war nach Baden-Württemberg in die Nähe von Ulm verzogen. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau hatte G. nicht mehr im Fokus ihrer Ermittlungen. Weil er im Bereich der Staatsanwaltschaft Ulm, durch die Staatsanwaltschaft Ulm, wegen Mordes angeklagt worden ist und auch späterhin verurteilt wurde. Günther G. hatte 1992 in Baden-Württemberg eine 14-jährige Tramperin ermordet und den Leichnam des Mädchens in einen Fluss geworfen. Die Schülerin war zuvor, ähnlich wie die 17-jährige Beate Landgraf, vermisst worden. Auch der Tatablauf im Fall aus Baden-Württemberg konnte einige Parallelen zum Mordfall in Sachsen-Anhalt aufweisen. Das zumindest legen die damaligen Ermittlungsergebnisse nahe. Wenn man eine Hypothese aufstellt, was Beate Landgraf an diesem 18.06. gemacht hat, dass sie also von Wittenberg nach Coswig gefahren ist, dort ausgestiegen ist, dass sie möglicherweise, sie wollte ja nach Wiesenburg, überlegt hat, bevor ich jetzt über Roßlau mit dem Bus fahre, trampe ich doch, dass sie möglicherweise in ein Auto eingestiegen ist, als Tramperin mitgefahren ist. Wir wissen nicht, was passiert ist, aber möglicherweise ist sie auch sexuell belästigt worden. Möglicherweise dann Angst davor hatte, entdeckt zu werden und sie deshalb getötet hat. Eine Einfamilienhaussiedlung in Coswig. Hier lebte Günther G. im Juni 1990. Nicht weit entfernt das Waldgebiet, in dem Beate Landgrafs Leiche gefunden wurde. Günther G. kannte sich hier aus. Er hat auf den angrenzenden Feldern als Gärtner und Schäfer gearbeitet. Für den mutmaßlichen Tattag konnte G. bei einer Befragung Anfang der 90er Jahre kein Alibi vorweisen. Günther G. ist ja befragt worden, was er an dem Tag gemacht hat. Und er hat dargelegt, dass er an diesem Tag auf Stellensuche gewesen sei und sei bei einigen Firmen im Bereich Coswig vorstellig geworden. Aber keiner in den einzelnen Firmen, die er benannt hatte, konnte sich daran erinnern, dass er dort gewesen sei. Möglicherweise hat G. an diesem Tag Beate Landgraf getroffen und getötet. Seinen Trabant hat er nur 5 Tage später verschrotten lassen, vermutlich um Spuren zu vernichten. Vieles spricht dafür, dass es so war. Doch beweisen lässt sich nichts. Günther G. ist 2003 verstorben, sodass wir dann auch kein formelles Ermittlungsverfahren mehr gegen ihn einleiten konnten. Oder ich heute nicht mehr. Fast 30 Jahre nach der Tat. Spur der Täter fährt mit Werner Landgraf die Strecke entlang, die Günther G. mit seiner Tochter vermutlich genommen hat.
Die Fahrt endet in der Nähe des Fundortes. Ja, natürlich, das bewegt doch, wenn man auf so eine Stelle zufährt. Und der Geist arbeitet mit, auch wenn es 29 Jahre her ist. Das geht schon ans Herz und auf die Nieren. Werner Landgraf und seine Frau haben lange dafür gekämpft, zu erfahren, was mit ihrer Tochter passiert ist. Beates Mörder könnte jetzt ermittelt worden sein. Das Verfahren könnte aber auch jederzeit wieder aufgenommen werden, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Mord verjährt nicht. Ja, bleibt die Frage nach dem Rucksack. Folgt man der Hypothese des Oberstaatsanwaltes, dann blieb er bei der Flucht von Beate vielleicht im Auto und wurde später vom Mörder an der Bushaltestelle abgestellt, um eine falsche Spur zu legen. Aber auch das ist natürlich Spekulation. Das war die Spur der Täter hier im RBB. Am nächsten Sonntag starten wir wieder mit Täter-Opfer-Polizei, also mit neuen, mit aktuellen Fahndungsfällen und der Bitte um Ihre Hinweise. Und das wie gewohnt um 19 Uhr. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen. Ein Waldgebiet bei Lüneburg. Immer wieder werden hier Menschen umgebracht. Auf den ersten Blick wahllos, doch stimmt das wirklich? Eine Schwulenbar in Berlin, ein Mann stirbt durch K.O.-Tropfen. Später gibt es weitere Tote. Zufall oder vom Täter kaltblütig geplant? Und Frankfurt am Main. 8 Menschen werden brutal mit einem Hammer erschlagen, meist im Schlaf. Warum? Was treibt den Täter an? Willkommen bei Die Spur der Täter. Ja, viele Fragen heute in der Sendung und natürlich versuchen wir darauf auch Antworten zu finden. Wir sind auf der Spur von Serienmördern, Täter, die sich immer wieder neue Opfer suchen, weil, ja, warum eigentlich? Weil sie Lust am Morden haben, weil sie dunkle Fantasien ausleben oder weil sie ganz einfach psychisch krank sind. Auf jeden Fall stehen Ermittler bei solchen Taten unter großem Druck, denn jedes Zögern und jeder Fehler können weitere Opfer bedeuten. Lange Zeit konnte er seine Taten im Verborgenen begehen. Kurt Werner Wichmann, geboren am 8. Juli 1949 in Adendorf. 5 Menschen hat er nachweislich getötet, aber wie viele noch? Das Haus bei Lüneburg, in dem der Friedhofsgärtner viele Jahre lang gelebt hat. Im April 2018 wird es von der Polizei akribisch durchsucht. Die Beamten finden Spuren und Beweisstücke, die befürchten lassen, dass Kurt Werner Wichmann einer der aktivsten Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte gewesen sein könnte. Wie viele Menschen hat Wichmann wirklich auf dem Gewissen? Genau das will die Lüneburger Polizei unbedingt herausfinden. Und das ist Wichmanns Geschichte. In den Fokus der Polizei gerät Wichmann bereits 1989. Da gibt es in der Görde, einem Waldgebiet nahe Lüneburg, 4 Morde. Im Mai wird das Ehepaar Ursula und Peter Reinhold getötet. Im Juli werden nur wenige hundert Meter vom ersten Tatort entfernt die Leichen von Ingrid Warmbier und Bernd Michael Köpping entdeckt. Auch sie waren ein Paar. Die Opfer wurden erschlagen, gewürgt und mit einer Kleinkaliberwaffe erschossen. Polizeipsychologe Adolf Gallwitz kennt den Fall. War Kurt Werner Wichmann auf Liebespaare fixiert oder könnte er auch anders motiviert gewesen sein? Welche Rolle diese Kombination Paare, die umgebracht haben, spielen, können wir nur angucken, wenn wir ganz dezidierte Informationen aus der Autopsie haben. Das heißt, wie hat er die beiden Männer jeweils getötet, wie hat er die beiden Frauen getötet, wen hat er zuerst getötet? Und dann könnte man sagen, warum hier zwar für Außenstehende ein Paar oder ein Liebespaar umgebracht wurde, aber für ihn eigentlich 2 Menschen, wo ihn einer möglicherweise mehr interessiert hat. Der Mörder wird damals nicht gefasst. Die Menschen in der Görde sind Anfang der 90er Jahre verunsichert.
Man kann ja nirgends mehr spazieren gehen und Kinder, also die gehen ja nun auch hier im Dorf spazieren und so, aber man ist doch ein bisschen beunruhigt, ne? Die allgemeine Stimmung ist die, dass man allein nicht mehr in die Göhre kann und das ist sehr, sehr traurig. Tatsächlich wird Kurt Werner Wiechmann damals von der Polizei überprüft. Er war wegen seiner Vorstrafe, einer Vergewaltigung aus dem Jahr 1970, ins Visier der Ermittler geraten. Er wird vernommen, aber nicht verhaftet. Auch, weil ihm ein Phantombild des Täters überhaupt nicht ähnlich sieht. Mitte August 1989, kurz nach den Morden in der Göhrde, verschwindet die 41-jährige Birgit Meyer aus Briedlingen spurlos. Briedlingen liegt nur wenige Kilometer vom Haus Kurt Werner Wiechmanns entfernt. Wieder gerät Wiechmann in den Fokus der Ermittler, weil er Birgit Meyer kannte. Doch für den Zeitraum ihres Verschwindens gibt ihm seine damalige Frau ein Alibi. Erst 4 Jahre später wird es aufgrund neuer Erkenntnisse eine Hausdurchsuchung bei Wiechmann geben. Doch die beginnt mit einem Problem. Die Polizei hatte Wiechmann vorher angerufen. Daraufhin ist er geflohen. So findet die Durchsuchung ohne ihn statt. In einem schallisolierten Geheimzimmer finden die Ermittler Elektroschocker, umgebaute scharfe Schreckschusswaffen, ein Kleinkalibergewehr, Beruhigungs- und Schlaftabletten und Handschellen. Offenbar eine Örtlichkeit, um dort Menschen, vermutlich Frauen, zu foltern. Im Garten des Grundstücks in Adendorf entdecken die Ermittler ein vergrabenes knallrotes Ford Sportcoupé. Es gehört Wiechmann. Dann hat die Durchsuchung des Fahrzeugs ergeben, dass der Leichenspürhund dort angeschlagen hat. Kein Beweis, aber ein Indiz dafür, dass dort möglicherweise eine tote Person transportiert worden sein könnte mit diesem Fahrzeug. Er verbindet mit den Autos irgendwelche Taten. Und wenn man die jetzt unter seinem Rasen eingegraben hat und läuft dann über den Rasen drüber, dann gehen wahrscheinlich einige Fantasien im Kopf dieses Täters umher. Und das ist ein richtiger Fantasiefriedhof für ihn gewesen, vermutlich. Doch man findet keine Leiche. Birgit Meyer bleibt vermisst. Kurz nach der Durchsuchung wird Wiechmann in der Nähe von Heilbronn verhaftet. Am 25. April 1993 begeht er in der Justizvollzugsanstalt Heimsheim Selbstmord. Damit scheint sein Fall eigentlich abgeschlossen. Doch Wolfgang Silaw, dem Bruder von Birgit Meyer, lässt das Verschwinden seiner Schwester keine Ruhe. Silaw war jahrelang Chef des Hamburger Landeskriminalamtes. Er veranlasst, dass in der Medizinischen Hochschule in Hannover Handschellen aus dem Besitz Kurt Werner Wiechmanns nochmals untersucht werden. Mithilfe der neuen Möglichkeiten im Rahmen der Spurensicherung hat man DNA feststellen können und hat festgestellt, dass es sich um DNA von Birgit Meyer handelt. Damit spricht jetzt vieles dafür, dass Birgit Meyer im Haus von Wiechmann war. Doch die Polizei findet nichts. 28 Jahre nach ihrem Verschwinden im Herbst 2017 lässt Wolfgang Silaw noch einmal in Wiechmanns Haus nach Birgit Meyer suchen. Mit befreundeten Kriminalisten und Gerichtsmedizinern wird er fündig. Der Beton war heller als in anderen Bereichen dieser zu betonierten Grube und dort hat man dann Birgit Meyer gefunden. Jetzt ist klar, Kurt Werner Wiechmann hat Birgit Meyer getötet. Ohne den außergewöhnlichen Einsatz ihres Bruders wäre ihre Leiche vielleicht nie entdeckt worden. Kurz darauf meldet die Polizei einen weiteren Erfolg. In den Mordfällen, die 1989 in der Göhrde geschehen sind, hat die Polizei durch einen neuen DNA-Abgleich einen Täter ermitteln können. Es ist der Friedhofsgärtner Kurt Werner Wiechmann, der Mörder von Birgit Meyer. Deshalb wird im April 2018 das Haus von Wiechmann erneut durchsucht. Wir wollten ausschließen, dass auf seinem Grundstück mögliche weitere Leichen liegen können.
Die Polizei setzt dabei kroatische Spürhunde ein, die Verwesungsgeruch im Erdreich erschnüffeln können. Angefordert wird auch ein niederländisches Georadar-Team, das mit spezieller Technik unter der Erdoberfläche nach Spuren sucht. Mit Erfolg. Im Rahmen der Suchmaßnahmen wurde auch Frauenbekleidung gefunden, wurde auch Schmuck sichergestellt. Und man kann erstmal davon ausgehen, dass diese Bekleidungsgegenstände nicht zu Kurt Werner Wichmann gehören. Das war nochmal eine Initialzündung, Altfälle nochmal neu zu betrachten. Auch unter Berücksichtigung möglicher neuer Spuren, die man gefunden hat. So könnte Kurt Werner Wichmann auch der mögliche Mörder von Ilse Gerkens sein. Die 38-Jährige wurde in einem Lüneburger Waldgebiet im April 1968 mit 4 Schüssen in den Rücken getötet. Auf einen verdächtigen Jugendlichen passte die Beschreibung von Wichmann. Ist auch Ulrike Burmeester eines seiner Opfer? Ihre Leiche wurde 1969 nur 30 Kilometer entfernt von Wichmanns Wohnort gefunden. Auch für eine Serie von ungeklärten Morden an Tramperinnen Ende der 70er Jahre könnte Wichmann als Täter in Frage kommen. Denn ab 1975 verschwanden dort in der Gegend von Heidelberg in regelmäßigen Abständen junge Mädchen, die per Anhalter unterwegs waren. Manche spricht für Zusammenhänge. Auch im Raum Cuxhaven verschwanden Ende der 70er Jahre innerhalb kurzer Zeit 3 junge Anhalterinnen spurlos. Bis heute gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Wurden auch Sie Opfer von Kurt Werner Wichmann? Wir schließen keinen Fall aus, können aber zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keinen Fall bestätigen. In mehr als 200 Fällen prüft die Polizei derzeit, ob es Hinweise darauf gibt, dass Kurt Werner Wichmann als Täter in Frage kommt. Berlin. 2012 lebt hier der Krankenpfleger Dirk P. Später wird man ihn nur noch den Darkroom-Mörder nennen. Er hatte eine Neigung, dass es ihm einen Kick gegeben hat, wenn er Menschen total ausgeliefert kontrollieren konnte, also in Situationen bringen konnte, wo sie überhaupt nichts mehr machen konnten und letztlich eigentlich dem Tode geweiht waren. Dirk P. verwendet bei seinen Taten sogenannte K.O.-Tropfen. Er benutzt GBL, ein Liquid Ecstasy. Das ist ein Stoff, der bereits in kleiner Überdosierung tödlich wirken kann. Am 4. Mai 2012 treibt es Dirk P. in die Bar Männerwirtschaft Große Freiheit in Berlin. Hier gibt es einen Darkroom für geheimen Sex im Dunkeln. Serien Täter in einem Milieu, wo jegliches Licht fehlt, ist eigentlich ein idealer Bereich. Ich hinterlasse keine Spuren, was Augenzeugen betrifft. Mein Gegenüber weiß nicht, wie ich aussehe und wer ich bin. Ich kann eigentlich alles ungesehen machen. Es gibt auch keine Möglichkeit, heimliche Kameraaufnahmen zu machen. Also eine ideale Umwelt. Eine ideale Umwelt, um nicht entdeckt zu werden. Hier findet Dirk P. sein erstes Opfer. Schon kurz nachdem er Niki P. in der Bar kennengelernt hat, beschließt er, ihn zu töten. Niki P. kann nicht sehen, dass sein neuer Bekannter ihm K.O.-Tropfen ins Getränk mischt. Kurz darauf bricht er zusammen. Am nächsten Tag wird Niki P.'s Leiche gefunden. Die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin übernimmt den Fall. Mit einem Zeugenaufruf gehen die Ermittler unmittelbar nach dem Mord an die Öffentlichkeit. Der Mord im Darkroom wird zum Stadtgespräch, denn die Zeitungen berichten in großer Aufmachung über das Verbrechen. Dirk P. ist inzwischen schon wieder auf der Suche. Am Ostbahnhof will er sich mit der gestohlenen Kreditkarte seines Opfers aus dem Darkroom eine Fahrkarte nach Saarbrücken kaufen. Doch die Karte funktioniert nicht. Dirk P. muss eine Lösung finden und so spricht er Miroslav Babak an. Ja, dann haben wir uns unterhalten, so was man den Abend gemacht hat. Er meint, er muss in die gleiche Richtung, ist also mit mir dann auch eingestiegen in die Bahn.
Ja, in dem Moment hat er das Angebot gemacht und aus seiner Jackentasche eben diesen kleinen Feigling rausgeholt. Ich habe das Ding genommen, habe das auf Ex runtergetrunken und in dem Moment war das dann erstmal so, als wenn dir dann der Kopf platzen würde, tatsächlich. Ein Überwachungskamera-Video zeigt Dirk P. und Miroslav Wawak im Bahnhof. Die letzte Erinnerung, die ich habe, ist so dieser Moment, wo ich mich übergeben wollte. Also ich weiß noch, dass ich mich nach vorne gebückt dastand und eigentlich schon irgendwie darauf gewartet habe, dass jetzt dieser Reflex kommt, als wenn man jetzt zu viel getrunken hätte. Aber da kam nichts, das war einfach nur dieses unglaublich flaue Gefühl im Magen. Was dann an der Bushaltestelle dann passiert ist, weiß ich jetzt nicht mehr. Eine Passantin findet Miroslav Wawak und ruft den Rettungsdienst. Er überlebt. Bei einer Blutuntersuchung wird der Wirkstoff GBL entdeckt, K.O.-Tropfen. Die Polizei weiß zu diesem Zeitpunkt nicht viel über den Täter. Er ist männlich, homosexuell und er hat vermutlich einen Mann vergiftet und es bei einem weiteren versucht. Dirk P. ist schon wieder auf der Suche, diesmal im Internet. Kurze Zeit später wird ein 41-Jähriger tot in seiner Wohnung gefunden. Schon am Tatort erreicht die Polizei die Nachricht. Noch während wir da saßen, kam dann die Vorabinformation, auch hier ist GBL wieder hat GBL zum Tode geführt. Die Ermittler stehen vor der Frage, ist in Berlin ein Serienkiller unterwegs, der mit K.O.-Tropfen tötet? Gibt es noch mehr Opfer? Durch die öffentliche Berichterstattung kommt dann eine wichtige Information. Der entscheidende Hinweis war von einer Frau, die sagte, dass ihr Enkel, der sei am 27.04. tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Und erst durch den Hinweis dieser Großmutter, sie erwähnte auch noch, dass ihr Enkel auch homosexuell ist halt, hat man dann gedacht, naja gut, dann werden wir doch auch mal die Gerichtsmedizin bitten, auch hier mal auf K.O.-Tropfen zu testen. Und siehe da, also auch hier waren es K.O.-Tropfen, die zum Tode führten. Immer wieder hat Dirk P. seinen ahnungslosen Opfern eine tödliche Dosis K.O.-Tropfen verabreicht. Doch warum? Wir haben hier einen unheimlich aktiven Serienmörder und die Motive entstehen aus so einer Gemengelage. Es ist nicht ganz klar, ist die sexuelle Handlung im Vordergrund, ist die Tötung im Vordergrund und ist die materielle Bereicherung im Vordergrund. Über eine SMS, die er an eines seiner Opfer geschickt hat, können die Ermittler Dirk P. ausfindig machen und bringen ihn bald darauf von der Polizei zur Vernehmung an den Tatort in die Wohnung seines Opfers. In der Küche finden sie einen Flachmann mit GBL-KO-Tropfen, dem Tötungsmittel. Als Krankenpfleger wusste er um die schwierige Dosierbarkeit der K.O.-Tropfen. Und deswegen muss man davon ausgehen, dadurch, dass er die tödliche Dosierung gewählt hat, dass ihm auf alle Fälle klar war, welche Wirkungen dieses Mittel hatte. Bilder aus einem Polizeivideo. Dirk P. mit den Ermittlern am Tatort. Hab's geöffnet und habe in mein Bierglas, das etwa noch dreiviertel voll war, was reingeschüttet. Das Gericht urteilt, Dirk P. ist heimtückisch vorgegangen und hat aus Habgier gehandelt. Lebenslange Haft wegen mehrfachen vollendeten und versuchten Mordes. In der Nacht zum 29. März 2014 nimmt sich Dirk P. im Haftkrankenhaus das Leben. Der 39-Jährige hätte noch etwa 25 Jahre Haft vor sich gehabt. Frankfurt am Main, 1990. Hier tötet Arthur G. 8 Menschen. Er ist der Hammermörder. Arthur G. leidet seit seiner Kindheit unter psychischen Problemen. Er hat immer wieder Angstzustände. Als junger Mann führt er ein Einzelgänger-Dasein. 1987 hört er zum ersten Mal Stimmen. 1988 wird ein Strafverfahren gegen ihn wegen hunderter zerstochener Autoreifen und zerschnittener Telefonleitungen eingeleitet.
die Gutachter sagen häufig, wir können nicht jeden Menschen in die Psychiatrie einweisen und wegsperren, der euch stört, weil er Müll aus dem Fenster wirft, weil er Telefonleitungen kappt, weil er Reifen ausschlitzt. Damit muss man einfach leben mit dieser allgemeinen Belästigung. Aber ich denke, im Einzelfall muss man genauer hingucken und im Fall Arthur G., so tragisch wie der sich entwickelt hat, wäre es sehr hilfreich gewesen. Donnerstag, 1. Februar 1990, 2 Uhr morgens. Das erste Opfer von Arthur G. wird ein Obdachloser in einer kleinen Einkaufspassage an der Frankfurter Weißfrauenstraße. Um 5 Uhr morgens findet ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Mann, der sich Peterchen nennt. Er liegt erschlagen in seiner Schlafstelle. Die Polizei führt zahlreiche Umfeldbefragungen durch und ermittelt im Obdachlosenmilieu. Niemand ahnt, dass dies der Beginn einer ganzen Mordserie ist. Nur eine Woche später werden die Beamten zu einem weiteren Tatort gerufen. Passanten haben im Grünanlagenring der Frankfurter Innenstadt den 32-jährigen Kurt Helmut H. gefunden, erschlagen. Bei Serienmördern und Serientätern ist eine schwere psychotische Erkrankung nur in 5% ungefähr der Fälle auszumachen. Und die anderen 95%, da ist der Schwerpunkt die Persönlichkeitsstörung, die psychopathische Persönlichkeitsstörung, die antisoziale Persönlichkeitsstörung, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Als innerhalb von 2 Monaten noch ein dritter Mann getötet wird, werden die Polizeistreifen im Grünanlagenring massiv verstärkt. Und die Ermittler setzen jetzt im Park auch Überwachungstechnik ein, ohne Erfolg. Vierter Mai 1990. Das nächste Opfer wird gefunden, wieder erschlagen. Der Obdachlose Hans-Peter M. ist 46 Jahre alt. Er schläft gern in den Parkanlagen am Frankfurter Innenstadtring. Nur eine Nacht später werden im Anlagenring von Frankfurt am Main nochmals 2 Obdachlose im Schlaf erschlagen. Sie sterben nicht mal 50 Meter voneinander entfernt. 6 Opfer gehen inzwischen auf das Konto des Täters. Die Ermittler stehen immer stärker unter Druck. Jetzt sind bis zu 100 Beamte gleichzeitig im Einsatz. In den Frankfurter Medien sind die Serienmorde inzwischen tägliches Hauptthema. Wir haben Serientäter, die sammeln die Berichterstattung und legen dann einen richtigen Aktenordner an und schauen das an, was sie bewirken. Aber im vorliegenden Fall ist es nichts, was Arthur G. sehr stark berührt haben dürfte. Die Frankfurter sind verunsichert. Vor allem aber haben die rund 4000 Obdachlosen Angst. Die Polizei setzt in dieser Situation auch auf riskante Maßnahmen. Ein SEK-Beamter übernachtet in den Parkanlagen, gekleidet wie ein Obdachloser. So ein Lockvogeleinsatz ist extrem gefährlich. Da hat auch die Polizei eine Fürsorgepflicht für ihre Beamtinnen und Beamten. Und deswegen muss man immer eine Güterabwägung treffen. Riskiert man auch bei Kräften, bei Spezialkräften, hier das Leben möglicherweise in einer unkontrollierbaren Art und Weise? Oder ist es noch duldbar, weil einem der öffentliche Druck so stark ist? Doch auch der Lockvogeleinsatz bleibt erfolglos. Der Spezialbeamte wird nicht angegriffen. Okay, ich beobachte. Das nächste Opfer ist kein Obdachloser. Der Mann will nur schnellen Sex. Doch der Hammermörder tötet auch ihn. Der hat einfach Pech gehabt. Ja. Der war mit seiner Motivation, was er auch immer haben wollte, um in die Nähe des Serientäters zu gehen, einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und deswegen hat es ihn getroffen. Der Brasilianer Anderson S., 32, ist bereits das 7. Opfer des Serientäters. Nur 2 Tage später geschieht der nächste Mord.
Ein Anwohner wird Zeuge und ruft die Polizei. Jetzt geht alles sehr schnell. Nur 12 Minuten nach dem Mord wird ein Mann aufgrund der Personenbeschreibung von Zivilfahndern gestellt. Es ist Arthur G. Er ist der Hammermörder. Und das ist das Original-Tatwerkzeug. An einem seiner Tatorte zeigt er den Polizisten, wie er die Männer getötet hat. Und da habe ich den gesehen, da hatte ich ihn so in den Kopf reingeschlagen, so. In die Mitte. Ausschnitte aus Polizeivideos. Arthur G. beschreibt seine Taten sehr ausführlich. Auch den Mord an dem Brasilianer Anderson S. Habe ich den so niedergestochen? Wie kann der Mann nur weglaufen? Wie ist das möglich? Ja. Wir müssen doch zusammenbrechen. Das ist gar nicht möglich, so wegzulaufen ohne Anzeichen. Da ist mir eingefallen, Mensch, der Mann hat dich ja gesehen und alles ist da vor dir gestanden, kann dich voll identifizieren und er ist vielleicht auch nur schwer verletzt oder was. Später diagnostizieren die Psychiater bei Arthur G. paranoide Schizophrenie. Das ist mir eingegeben worden. Wer sollte jemand hierher bringen? Die eine beeinflussen ist der Totenwald, die leiten den hierher. Ja. Die führen eine Person hierher. Die ausgeschlagen werden soll, die wird hierher geführt. Ja, die wird hierher gebracht. Da muss ich warten. Solche Beschreibungen zeigen das wahnhafte Geschehen in einem Menschen, der unter einer Psychose leidet, der praktisch von außen Eingebungen in akustischer Weise bekommt, um dann irgendwelche Aufträge auszuführen. Also er fühlt sich fremdgesteuert. Arthur G. gibt bei seinen Schilderungen auch immer wieder gurgelnde Geräusche von sich. Arthur G. ist ein klassisches Beispiel, was sehr häufig in Hollywood-Streifen verwendet wird für Serientäter. Menschen, die an einer schweren psychischen Erkrankung leiden, die hochgefährlich sind. Und deswegen sind die zwar nicht die große Breite bei den Serientätern, aber eine große Bedrohung. Am 12. Dezember 1990 erhängt sich Arthur G. in seiner Zelle. Der größte Teil der Menschen mit einer schweren Psychose stirbt nicht auf natürliche Weise. Und deswegen ist Suizid im Zusammenhang mit schweren psychischen Erkrankungen mit und ohne medikamentöse Behandlung eigentlich sehr naheliegend und passiert auch sehr häufig. Ja, 3 Mordserien, 3 überführte Verbrecher und 3-mal haben die Täter sich selbst das Leben genommen. Auch deshalb konnten wir Ihnen zum Teil Originalaufnahmen aus den Ermittlungen der Polizei zeigen, denn die sind so lange nach dem Tod der Täter nicht mehr durch das Persönlichkeitsrecht geschützt. Das war's für heute bei Die Spur der Täter. Danke fürs Zuschauen. Am nächsten Sonntag sind wir hier auf der Spur eines Drogendealers, der im Onlinehandel natürlich illegal Millionen verdient hat. Mehr dazu nächste Woche. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.